So, das Rudersbad ist ein altes türkisches Bad hier auf der einen Seite, hier das weiße. Ja. Und das hier ist ein normales Bad, wo wir jetzt reingehen. Innen ist es sehr schön, das werdet ihr gleich sehen. Und das Tolle daran ist, dass es ein Bad mit Aussicht ist. Man kann also auch auf der Dachterrasse baden und da hat man eine schöne Sicht hier runter auf die Donau und auf alles, das, die Brücken und das. Und deshalb dachte ich, schauen wir uns das heute mal an. Gut, das ist schön. Also man sieht ja da oben die Kuppel, das genau, ist es, ne? Oder? Da auf der Kuppel, ja. Ja. Okay, gut. Gut, wunderbar. Gehen wir mal rüber. Schmeißen wir uns in die Fluten. So, das ist die große Schwimmhalle vom Rudersbad jetzt. Und hier hinten sieht man auch, da ganz hinten ist auch eine Sauna. Das Wasser ist ja angenehm kühl. Die warmen Bäder sind dann weiter hinten in den Wellnessbereich, wo wir dann gehen. Und hier schwimmen auch der Hermann und die Sigrid schon. Und wie ist das Wasser? Wunderbar. So, hier ist jetzt der Wellnessbereich mit 4 Becken. Hier ist ein ganz warmes Becken, da ist der Hermann auch und die Sigrid. Dahinter dieses Becken ist etwas kälter und hier jetzt sind diese zwei Becken, das eine ist ganz, ganz warm und das andere ist richtig eiskalt. Da kann man dann so Wechselbäder machen. Das ist eigentlich der Grund, warum man hierher kommt, weil man auf dem Dach baden kann im warmen Wasser, oder? Ist warm. Ja, im warmen Wasser hier mit Blick runter auf die Donau und das ganze Panorama, Elisabethbrücke, Hindenburg, Parlament und so weiter. Das macht Spaß und das ist eine der vielen Möglichkeiten, wie man hier seine Zeit verbringen kann in Budapest, wenn man eine Zahnbehandlung hat. Von hier fährt man mit dieser Straßenbahn ganz einfach zur Sedlmayr-Dental. Die Straßenbahn fährt nämlich entlang der Donau und hält direkt vor der Tür von Sedlmayr. Entweder die Linie 19, die ja gerade vorbeigefahren ist, oder die Linie 41. Also von Tür zu Tür mit einer Tram entlang der Donau mit Panoramablick auf das Parlament und Pest. Das ist wirklich, allein schon die Fahrt ist ein Genuss. Ja.